Die Übung achtsames Gehen oder überhaupt achtsame Wahrnehmung auf die sinnlichen Wahrnehmungen ist eine ganz, ganz wesentliche Übung, weil, und das wird jeder wahrscheinlich gemerkt haben, mehr oder weniger, eben bei der Tour, die wir gemacht haben, weil wir plötzlich gewahr werden, was das Leben da so alles bietet. Die meisten von euch werden Dinge wahrgenommen haben, die sie sonst überhaupt nicht wahrnehmen. Niemals. Wer nimmt schon die Geräusche seines eigenen Ganges wahr, oder? Und in jeder Etappe, ob es das Hören oder das Sehen oder das Riechen ist, und man kann auch noch das Schmecken integrieren und so weiter, in jeder Etappe nehmen wir Dinge wahr, die so unendlich viel sind in ihrer Quantität, dass man manchmal, wenn man ein bisschen geübt ist, sich eigentlich während des Horchens, also als Erkenntnis noch fragt, oje, wie soll ich das jetzt eigentlich noch machen, dass ich jetzt noch das Riechen und das Sehen integriere, weil das schon so viel ist. Und ich habe da gestern schon kurz drüber gesprochen, viele Menschen suchen, Millionen Menschen suchen nach Erfüllung. Und wenn wir uns dieses Wort genau angucken, dann heißt es, er füllt uns. Dieses sinnliche Wahrnehmen auf ein Sinnesorgan macht deutlich, wie viel Fülle allein über unsere Sinneswahrnehmungen wahrnehmbar ist, wenn wir zu Hause sind. Also sprich, wenn wir im Jetzt sind, in diesem einzigen Moment, der existiert. Wenn wir natürlich mit unseren Gedanken, wie das fast den ganzen Tag überläuft, in der Vergangenheit sind, mit unseren Erinnerungen oder in der Zukunft, mit unseren Wünschen, Zielen oder Vorstellungen. Vorstellung heißt ja nichts anderes als dem Leben, wie es ist, etwas vorstellen, etwas voranstellen, was gar nicht ist. Wenn wir dort sind, sind wir natürlich nicht zu Hause. Und dann können wir auch nicht wahrnehmen, was dieser einzige Moment, der existiert, tatsächlich an Fülle bietet. Und ich glaube, das ist wesentlich für Menschen, die ein erfülltes Leben führen wollen, sich anzugewöhnen, das, was wir an Fülle jeden Tag gratis geschenkt bekommen, auch wahrzunehmen. Denn das ist wahre Erfüllung. Dafür brauche ich nichts tun. Und das ist ja das Verrückte daran. Wir alle sind meist aufgewachsen mit den Ideen und Glaubenssätzen, wir müssen Leistung bringen und wir müssen erfolgreich sein für unsere Erfüllung. Und ich glaube, ein Großteil von euch hat gerade eben sehr, sehr erfüllende Wahrnehmungen gehabt. Und da gab es keine Leistung für zu tun, sondern eigentlich nur das nutzen, was wir auch wieder Lebens- oder Gottgegeben, wie man es auch immer nennen möchte, geschenkt bekommen haben, nämlich unsere Sinnesorgane. Der Weg in das Jetzt ist kein schwieriger Weg, weil es ja nichts anderes gibt. Es gibt gar keinen Weg dahin. Es ist ja schon das Jetzt. Und wir sind nur nicht dort. Das heißt, der Weg wäre, wie ich auch gestern schon ein paar Mal gesagt habe, wegzulassen, was nicht zum Jetzt gehört. Und Gedanken an Vergangenes oder an die Zukunft sind sehr wohl im Jetzt. Sie tauchen ja auf. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Hafte ich an oder begrüße ich sie und bleibe beim Jetzt? Das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, Gedanken zu verdrängen oder Gefühle zu verdrängen. Es geht darum zu erkennen, dass wir gar nicht unsere Gedanken sind und gar nicht unsere Gefühle sind, sondern dass es da eine stille Gewahrsamkeit gibt im Jetzt, die selbst das Jetzt ist. Das sind wir. Und die nimmt alles wahr. Und deswegen ist diese Übung so wertvoll, weil sie sich darauf bezieht, alles wahrzunehmen, was im Jetzt ist.
Und zwar besonders das, was im Jetzt ist und eben nicht das, wo wir gedanklich abschweifen und den Ort verlassen, der uns erfüllen kann. Es gibt keine Erfüllung außerhalb dieses jetzigen Momentes. Und das hat auch noch kein Mensch geschafft. Du kannst unmöglich für morgen erfüllt sein oder für übermorgen. Das ist eine ganz aberwitzige Illusion unseres Verstandes, dass wir auch nur annähernd irgendetwas tun können dafür, dass wir morgen erfüllt und glücklich sind. Das funktioniert nicht. Ich spreche nicht von den kleinen Dingen, dass wir heute unsere Jeans waschen, damit sie morgen sauber ist und wir dann glücklich darüber sind. Ja, sondern ich spreche von den wesentlichen Dingen aus uns heraus. Denn wir haben es nicht in der Hand, die gewaschene Jeans anzuziehen und uns den erstbesten Kaffee drüber zu gießen. Und was dann? Dann ist das Glück und die Erfüllung vorbei. Weil wir nicht mitkriegen, was noch alles ist. Und deswegen ist die sinnliche Wahrnehmung der Dinge, die im Moment sich alle bieten, ohne daran festzuhalten, eine so tiefe, erfüllende Erfahrung. Und wer vielleicht eben im letzten Abschnitt vielleicht das erste Mal so wach gewesen ist, dass er alles wahrnimmt, was da so ist, wird gespürt haben, wie unglaublich erfüllt das Jetzt ist. Es gibt nichts Erfüllenderes als diesen Moment. Da ist unendlich viel los. Unendlich viel los. Und ich frage mich manchmal, wie wir Menschen es schaffen, da noch was draufzupacken mit so unendlich viel Gedanken und Sorgen. Und wir schaffen es, aber wir schaffen es nur dadurch, dass wir das, was tatsächlich uns erfüllen könnte, abschneiden, also nicht mehr wahrnehmen. Und ich kenne sehr viele Menschen, die zu mir kommen, die haben seit vielen Jahren ihren Körper nicht wirklich wahrgenommen. Ich kenne sehr viele Menschen, wenn ich mit ihnen die Übungen mache in Einzelarbeit, atmen, fühlen, fühl mal, oder wenn ich frage, was fühlst du, dann beschreiben sie einen Umstand. Dann frage ich nach, was fühlst du? Ja, das ist so und so und so. Was fühlst du? Also es gibt unendlich viele Menschen, die haben gar keinen Zugang mehr zu dem, was ein Gefühl eigentlich ist. Sondern sie haben Storys und Geschichten dazu parat. Aber diese Storys und Geschichten haben nichts mit dem Gefühl zu tun. Und das wahre Gefühl will auch keine Story und keine Geschichte haben und keine Antwort haben. Es möchte einfach nur fließen. Und dessen sind wir uns ja gestern im Laufe des Tages mit vielen Übungen sehr gewahr geworden. Ein Gefühl möchte keine Idee. Ein Gefühl braucht keinen Verstand. Und das ist sehr wesentlich. Und wenn wir in diesem Sonderseminar, für die, die dabei sind und für die, die in anderen Seminaren dabei sein werden, wo wir mit Medizinrat arbeiten, werden das hundertprozentig wahrnehmen und verinnerlichen können, dass das Gefühl nur ein einziges Bedürfnis hat. Fließen. Und wenn es das nicht darf, gibt es erhebliche Probleme im System. Und das ist meiner Meinung nach eine der allergrößten Volkskrankheiten, die überhaupt existieren. Was wir hier Volkskrankheit nennen, ist nur die Auswirkung, die Symptomebene oder die Auswirkung halt. Aber das Wahre dahinter ist, dass wir nicht bereit sind, uns erfüllen zu lassen. Im Medizinrat wird das sehr deutlich. Im Bereich des Verstandes, der Verstand ist dafür da, ein Empfänger zu sein, kein Entscheider zu sein. Und das ist einer der gravierendsten Fehler, die gemacht werden. Wir haben unseren Verstand zu einem Entscheider gemacht. Aber er hat gar nicht die Kompetenz und auch gar nicht das Wissen. Und das gibt so, er hat gar nicht den Überblick. Ein Blick in die Welt reicht, oder? Schaut einmal NTV, schaut einmal Tagesschau, dann wisst ihr, dass der Verstand unmöglich der sein kann, der Entscheider sein sollte. Und das, was da draußen passiert in der Welt, ist genau Ergebnis dessen, dass wir, aus gutem Grund übrigens aber, unseren Verstand zu einem Entscheider gemacht haben. Er soll uns nämlich hauptsächlich dafür bewahren, dass wir
unangenehme Gefühle erleben. Und das haben wir als kleine Wesen schon beschlossen. Und deswegen müssen wir uns schützen und Grenzen ziehen und Kriege führen und Waffen herstellen und was weiß ich nicht alles, weil wir ja unglaublich viel Schutz brauchen vor dem anderen, mit dem wir aber eigentlich komplett physikalisch verbunden sind, auf Molekularebene. 10 hoch 9, einmal einatmen, indischer Taxifahrer in mir. Nur das kann der Verstand sich gar nicht vorstellen, also beschäftigt er sich damit auch nicht. Und die wenigsten füttern ihren Verstand damit. Der Verstand ist ein Empfänger. Und zwar ein Empfänger der Erfüllung. Denn neben diesen Sinneswahrnehmungen gibt es im Jetzt noch viel, viel mehr zu empfangen. Das ist ganz einfach. Denn wenn das Glas leer wird, wenn wir gedankenlos sind, dann werden wir erfüllt mit allem. Das, was ich jetzt hier gerade sage, habe ich mir nicht vorher überlegt. Wenn ich mir was überlegen würde, würde wahrscheinlich gar nicht rauskommen. Wenn ich den Druck hätte, ich müsste jetzt einen Vortrag halten, würde es wahrscheinlich sehr unangenehm sein. Mein Kopf ist jetzt irgendwie seit ein paar Stunden komplett leer und durch die Übung eben nochmal restentleert worden. Und ein leeres Glas lässt sich füllen. Und vielleicht fragt ihr und wollt kontrollieren, ja, wo kommt es denn her? Aus dem, was ich bin. Das Feld unbegrenzter Möglichkeiten, das eine höhere Intelligenz hat, als ich es jemals haben werde. Oder als diese kleine Person Christian, mit der ich mich hier und da identifiziere, jemals haben wird. Und diese Intelligenz braucht den Raum, wirken zu können. Und den hat sie nicht, wenn wir erstens nicht zu Hause sind, sprich nicht im Jetzt sind. Und zweitens voll sind, sprich glauben, etwas zu wissen. Wir wissen gar nichts. Wenn wir etwas wissen würden, wir Menschen, würde es auf der Welt nicht kollektiv so aussehen, wie es aussieht. Da bin ich mal felsenfest von überzeugt. Weil wenn hochintelligente Wesen, Außerirdische, diesen Planeten mit dem, was die Menschen miteinander tun und sich antun und so weiter, wenn sie das aus der Nähe betrachten würden, ich glaube, die würden ihren stärksten Turbogang einschalten, um hier schnell wieder wegzukommen, weil sie befürchten würden, das wäre ansteckend. Aus der Angst, zum Beispiel nicht genug zu sein, versuchen wir etwas Besonderes zu sein. Und so sind die Besseren und Adel und was weiß ich und VIPs und keine Ahnung alle entstanden, die wie wahnsinnig ein Leben darum kämpfen müssen, um ja auf diesem Thron zu bleiben. Was für ein anstrengender Scheißjob. Und die meisten gehen daran kaputt. Kein Wunder, weil es einfach nicht wahr ist. Es ist gar nicht ihre Natur. Das, was wir brauchen zum Leben, empfangen wir, genauso wie jedes einzelne Wesen da draußen das empfängt. Jedes einzelne Wesen da draußen. Kein einziges Wesen auf diesem Planeten hat sich jemals Sorgen gemacht, außer der Mensch. Wie kriegen die das alle hin? Die Vögel, die ganzen Tiere, die ganzen Insekten. Wie kriegen die diese Ordnung hin? Wie kriegen die ihr Familienleben, ihr soziales Leben? Wie kriegen die das alle hin ohne diesen Verstand? Wo doch der Verstand, der menschliche, das einzig wirklich Wahre ist. Und wie kann es sein, dass der Mensch das einzig wahre Monster auf diesem Planeten ist? Natürlich nicht nur, denn wir können unseren Verstand ja auch benutzen für wundervolle Dinge. Und das ist ja das, worum es hier geht. Etwas zu empfangen, um den Verstand dann als Werkzeug einzusetzen. Der wahre Platz, der entscheidet, um aufs Medizinrad zurückzukommen, ist der Platz unseres Geistes, unseres Spirits, der Begeisterungsplatz. Der ist meistens bei Kopfmenschen mausetot. Die haben echtes Problem, sich zu begeistern, denn da kriegen sie wahnsinnige Angst auf diesem Platz. Wird in jedem Medizinrad sichtbar. Da gibt es nämlich etwas in uns, diese höhere Intelligenz, die genau weiß, was richtig ist für unser Leben. Und danach suchen hier einige, sie haben gesprochen von, ich suche Intuition und ich suche die Stimme meines Herzens. Ihr habt nur ein Problem, ihr sucht das mit dem Verstand. Und da wird es niemals erscheinen, weil es ein anderer Platz ist. Das kann er gar nicht, der kennt sich da gar nicht aus. Das ist so, wie wenn der Hammer sich auf den Weg macht, den Nagel zu suchen. Nein, nein, da gibt es einen anderen, der nimmt Hammer und Nagel und benutzt den Verstand, damit das koordiniert wird, richtig? Und ihr glaubt, ihr müsst mit eurem Hammerverstand den Nagel suchen. Das funktioniert nicht. Das ist ein anderer Platz.
Da gibt es eine höhere Intelligenz in euch. Und diese höhere Intelligenz braucht Leere. Ist wie ein Glas. Und dieses Glas wird gefüllt, wenn ihr bereit seid zu entleeren. Ihr kennt vielleicht diesen Begriff demütige Verneigung. Und ich habe ziemlich viel Demut vor dem Leben, weil ich glaube, ich weiß echt so gut wie gar nichts. Und ich bin immer und jederzeit bereit, mich vor dem Leben zu verneigen. Und das hat noch einen anderen ganz wesentlichen Vorteil. Wenn man sich verneigt, kann die ganze Scheiße immer aus dem Kopf fließen. Die uns blockiert von morgens bis abends. Erfüllung geschieht, wenn ihr bereit seid, leer zu sein. Dann empfangt ihr. Und die Entscheidung wird getroffen durch diese Intelligenz in euch. Ohne einen Gedanken. Plötzlich ist es da. Das ist eines der größten Geschenke, das ich in den letzten Jahren bekommen habe, dass ich anscheinend in Sitzungen, in Einzelarbeit und in Seminaren völlig unvorbereitet reingehen kann, einfach nur da sitzt und mir wird alles gegeben, was gesagt oder getan werden muss. Ich habe jahrelang Seminare ohne Skripte gemacht. Das Skript mache ich nicht für mich, das mache ich für euch, weil es heutzutage irgendwie so dazugehört zu einer professionellen Ausbildung. Aber ganz ehrlich, das ist uninteressant. Weil immer im richtigen Moment, wenn du leer bist, das Richtige zu dir kommt. Und dieses Wissen ist unbezahlbar. Und dafür braucht man kein Vertrauen, das möchte ich noch dazu sagen, weil viele versuchen ja auch Vertrauen mit ihrem Kopf zu suchen. Das ist auch ganz lustig. Der Verstand, der Killer des Vertrauens, macht sich auf den Weg, sein Kumpel Vertrauen zu suchen. Das ist der Obergag. Das geht mal gar nicht. Ja? Das geht überhaupt nicht. Es kann nicht funktionieren. Vertrauen entsteht aus deiner Mitte, wo du gar nicht weißt, wo es herkommt, indem du dich leer machst, empfängst, das einfach tust, was du empfängst, und dann plötzlich gibt's auch einen Verstand, der sagt, habe ich doch gewusst, das ist der richtige Weg. Der gleiche Kasper, der vorher gesagt hat, mach das lieber nicht, sei vorsichtig, sagt jetzt, habe ich doch gewusst, das ist der richtige Weg. Das ist typisch Verstand. So ein kleiner Wichtigtuer und Besserwisser, den wir alle in uns haben. Aber wir haben ihn dazu gemacht, weil wir haben ihn so wichtig gemacht. In Momenten des Schmerzes, als kleines Wesen, abhängig, hilflos, haben wir gesagt, lieber Verstand, mach dich bitte so stark, dass du mich vor diesen Situationen schützt. Mach mich zu einem Mensch, der passt zu den anderen. Mach mich zu einem Mensch, der anerkannt wird. Mach mich zu einem Mensch, der in irgendeiner Form erfolgreich ist, damit die anderen mich lieben. Das haben wir geschaffen, dieses Monster. Aber wir können es auch wieder abschaffen und das ist das Tolle daran und auch kein anderer kann es. Und vorher gibt es auch keine Erfüllung. Ich habe so unendlich viel in meinem Leben gemacht und getan, mein lieber Mann. Ich habe viel, viel Geld verdient und viel, viel Geld ausgegeben. Also oft mehr, als ich verdient habe, weil ich ja mich erfüllen wollte. Und ich dachte mir, das kann man, wenn man mit 20.000 D-Mark in der Tasche in die City geht und kauft, wo man Bock drauf hat. Und das hat Spaß gemacht. Und dann war das Geld weg. Und dieses ganze Zeug war da. Und da war vorbei mit Erfüllung. Und so ging das mit allen Autos, die ich hatte. Mit allen Gegenständen, die ich jemals gekauft habe. Mit jeder Klamotte, die ich mir gekauft habe. Mit allem. Und lange Zeit gehörten auch Frauen zu meinen Klamotten, also egal welche Haarfarbe sie hatte, egal welchen knackigen Po sie hatten, nichts hat mich erfüllt. Wenn sie keinen knackigen hatten, dachte ich mir, ich brauche eine neue, weil mich erfüllt nur knackiger. Hat mich auch nicht erfüllt. Es wurde echt irgendwie langweilig. Und es hat mich ziemlich frustriert. Und mein Geist oder mein Verstand wurde depressiv. Und sehr, sehr ängstlich, weil ich gar kein Vertrauen mehr hatte, dass ich mich jemals selber erfüllen kann. Und ich sage euch ganz ehrlich, sowas wie jetzt eben, in diesen 15, 20 Minuten draußen, das ist ein Geschenk von natürlich einem Training, das regelmäßig zu tun, damit eine Achtsamkeitsenergie wächst. Aber das, was wir hier diese ganzen 4 Tage machen, ist meine Praxis geworden.
Und das ist meine kostenlose Erfüllungspraxis, weil das kostet mich gar nichts. Und das schenkt mir Vertrauen, zu wissen, dass ich mittlerweile mit allen lebenslangen, trotz meinen vielen Panikattacken, die ich hatte, trotz meinen Depressionen, trotz alles, was da war, gut klarkomme. Dass da etwas ist in mir, worauf ich vertrauen kann. Und das ist so wesentlich in einer so wackeligen Welt, die wir um uns herum haben, wo keiner weiß, wie es mit der Währung weitergeht, wo keiner weiß, wann die großen Lügen, die wir uns hier alle aufgebaut haben, platzen. Das weiß keiner. Es kann morgen schon sein, dass wir zum Geldautomaten gehen und es kommt nichts mehr raus. Und es ist den meisten Menschen, die verdrängen es ganz, ganz wunderbar und haben keine Ahnung. Ja. Und es ist so wesentlich, etwas in sich zu finden, was bleibt. Und das ist gratis. Und das nenne ich Erfüllung. Und das kommt raus bei all dem, was wir hier machen. Und das größte Geschenk, was ihr euch tun könnt, ist das für euch zu tun. Aber das allergrößte ist es, weiterzugeben. Das Menschen weiterzugeben. Das ist das allergrößte Geschenk. Denn das, was ich weitergebe, hält mich in Beziehung und in Verbindung. Und das ist eigentlich die Idee über dem Human Essence Coach. Diese an die wesentlichen Dinge des Lebens zu erinnern und Werkzeuge weiterzugeben, mit dem der Klient oder der Mensch, sagen wir mal einfach, ja, es ist albern, Klient und Therapeut, in dem der Mensch für sich persönlich das Wesentliche findet und dieses Licht auch weitergeben kann. Und dazu gehört nichts Besonderes, außer vielleicht das, was ich gerade eben gesagt habe, zu praktizieren und das in sich zu finden. Weil jeder von euch wird gefüllt mit genau dem Richtigen. Jeder. Und ich kann das nicht. Keiner kann das. Und euer Verstand kann es auch nicht. Macht euch leer. Traut euch, leer zu sein. Traut euch, nichts mehr zu kontrollieren. Ich habe gestern über meine Zustände gesprochen und glaubt mir, vor ein paar Jahren, die Seminare, die ich gemacht habe, die sahen noch anders aus. Da hatte ich noch richtig Panikattacken nachts und tagsüber habe ich Seminar gemacht. Ich wollte einfach wissen, ob das mein Weg ist. Und das Erstaunlichste war immer, das fand ich wirklich sehr, sehr erstaunlich, weil ich weiß, dass viele Menschen das nicht gemacht hätten, weil ihr Verstand gesagt hätte, kannst du nicht tun oder du müsst ein anderer sein oder du müsstest schon ein fertiger Therapeut sein oder du müsstest dieses oder jenes sein. Interessanterweise waren diese Seminare immer irgendwie klasse. Und interessanterweise sind an dem nächsten Tag nach solchen Nächten Dinge aus mir herausgesprudelt, wo ich keinem erklären könnte, wo das herkommt. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch diese ganze Angst und Panik dafür da war, mich so aus der Kontrolle zu holen, dass ich endlich mal leer werde. Denn ich saß oftmals morgens da und mein Verstand war vollkommen ein Matschhaufen. Und das war gut, weil dann konnte was anderes wirken. Deswegen seid mutig. Seid mutig und traut euch. Traut euch, dem zu folgen, was es ganz tief in euch sagt, wenn ihr gedankenlos seid. Und umso gedankenloser ihr werdet, umso mehr kommt diese Stimme und sagt euch ganz genau, was für euch das Richtige ist. Und kein anderes Wesen auf dieser Welt kann das. Ihr braucht keinen einzigen Therapeuten. Ihr braucht keinen einzigen Coach. Ihr braucht gar nichts. Ihr seid euer bester Lehrer, Coach, Therapeut, Guru und was auch immer. Und so sehe ich das auch. Und trotzdem habe ich immer wieder Menschen, zu denen ich gehe, regelmäßig seit Jahren, mit denen ich arbeite. Das sind aber nicht meine Therapeuten, meine Coaches, das sind meine Spiegel, das sind meine Begegnungen. Das sind die, mit denen ich in Resonanz gehe. Und wo ich sage, ich möchte wissen, wie siehst du das Leben? Oder sag mir, was denkst du über mich? Oder hast du eine Idee, was da in mir ist? Das sind Beziehungen. Denn wenn es danach geht, ist meine Frau Lilian meine beste Therapeutin. Und ich wahrscheinlich ihr bester Therapeut. Nur da nennt man es anders. Was für ein Quatsch. Das Wesentliche ist alles komplett da und in euch und immer so gewesen. Nur das Vertrauen dafür haben wir natürlich verloren. Weil wir einen Verstand gezüchtet haben, der frühzeitig auch erfahren hat, dass wir es eben halt nicht bestätigt bekommen haben.
Jeder hier im Raum hat mindestens 4, 5 Dutzend Anläufe genommen, als kleines Kind aus seinem inneren Instinkt heraus etwas zu tun. Und wenn es nur einmal losschreien war, wo es denn hieß, sei ich so laut. Hä? Was wie? Ja? Dann kriegt man einen Schreck als kleines Wesen. Wieso? Das war doch mein Impuls. Ich dachte, es ist richtig. Oder wie viele Millionen kleine Kinder trauen sich noch, an die Wand zu gucken auf einen einzigen Punkt? Einfach an die Wand zu starren. Wir haben gestern die Übung gemacht, Punkt sehen. Es ist eine der kraftvollsten Übungen, um das Gehirn zu beruhigen. Und dann kommt der Erwachsene und sagt, starr nicht so an die Wand. Und das war's mit der Übung. Das war's mit der Intention. Die gleichen sitzen dann 30 Jahre später auf meinem Seminar und lernen das wieder, was sie als kleine Kinder abtrainiert bekommen haben. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Und das entsteht nur durch einen Verstand, den man nicht mehr beobachtet, dem man erlaubt, alles zu tun. Wo man völlig vergisst, dass es eine höhere Intelligenz gibt. Und deswegen geht es ums richtige Denken. Deswegen geht es ums Richtige und ums Intelligentsein und nicht um die Besserwisser, die Denker. Trefft eure Entscheidung. Was ist das Wesentliche in eurem Leben? Erfüllung finden wir gratis. Gedankenlos im Jetzt.